komm. Haben wir heute überhaupt schon eine Runde verloren? Nö, bisher noch nicht. Die erste gegen den Doktor hatten wir. Echt? Doch, stimmt, hast recht, die erste haben wir verloren. Stimmt, ja. Ja gut, das war die Übungsrunde, das war die Übungsrunde. Langsam habe ich mich auch ans neue Design gewöhnt. So ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Ein Müh. Ja, es ist halt so ungewohnt, dass die Charakterbilder woanders sind. Die sind ja jetzt links oben und nicht mehr links unten. Das ist wohl richtig. Das geht heute aber ziemlich schnell, ne? Liegt ja. Aber daran, dass wir schon 4 Leute sind. Wir brauchen halt immer nur noch einen Killer. Hm. Und das macht das Ganze ein bisschen schneller. Meine ich. Wobei in der PlayStation geht es auch relativ schnell. Hätte ich bisher die Erfahrung zumindest. Ich habe Herzklopfen. Würdest du schon mal weglaufen? Aber war echt cool, dass ich den eben ablenken konnte, indem wir halt die ganze Zeit im Kreis gelaufen sind und er keinen Bock hatte. Vor allem steht dann irgendwann nur noch und guckt mir zu, wie ich auf der anderen Seite stehe. Jetzt sehe ich sonst immer nur bei anderen, dass das klappt. So ein kleines Erfolgserlebnis. Also, ich hab ja nicht viele Erfolgserlebnisse, aber der war gut. Sei dir gegönnt. Ja. Ich bin dafür, dass es hier Waffen gibt. Es gibt einen Killer, der hat ein Gewehr, eine Harpune. Ja. Ja, stimmt. Der ist aber an sich als Killer ist er assi, aber wenn man den spielt, ist er cool. Okay. Also sehr passig. Auch direkt wieder neben einem Generator gestartet. Nee, leider nicht. Aber hi, Diggi! Hallo. Mal sehen, wie lange uns das Glück heute hold ist. Ja. Oh, ich sehe da wen laufen. Ich sehe da 2 Leute laufen. Ja, verdammt. Das sind wir. Aber, so, wo du bist. Hm. Oder war es der Killer und wer anders? Ein China-Generator. Das sind alle. Gibt es hier ein China-Restaurant? Nein, aber ein Generator schon was mit China. Fuck! Wer ist es denn? Irgendein komischer, hässlicher Typ mit Hörnern. Ach, das ist dieser japanische Killer, glaube ich, oder? Ja, der Oni. Ja, der Oni. Ich kam gerade nur nicht auf das Wort Oni. Ich will eigentlich nur sagen, aber ich glaube, meine Mutter hat mir eine Ziege gekriegt. Ich kenne die Onis auch eigentlich nur aus Tomb Raider, den ersten. Den vom okay. Also ihr sagt, nicht bewegen, ja, wenn man hängt. Na, doch, baumeln lassen. Okay, ich glaube, wir retten dich schon. Ich chill hier eine Runde. Je nachdem, wer gerade näher dran ist. Ah, ich sehe ihn. Er ist bei mir noch näher. Ich gehe zwar schon mal in die Richtung. Blöde Sau verfolgt mich. Oh, da. In der Nähe vom Haus. Ich komme. Oh, Scheiße. Ist er. Ja. Also, ich bin ganz in der Nähe hier. Hier. Okay. Hey Diggi. Yo. Ich versuche dich. Anna hängt da rum. Das ist der Fallensteller, nur mit einem anderen Skin. Echt? Ah. Ja, nein. Er hat genau vor mir der Falle positioniert. Oh, schön zurück. Ich muss mal drücken.
Scheiße. Digga, ich hole dich. Ja, ja, kacke. Mal. Nee, ich muss dich, weil da kann ich jetzt gerade nicht hin. Nee, zu mir kannst du tatsächlich gerade nicht. Ich bin voll in die Falle und kann nicht mehr raus. Und er lässt mich auch liegen. Hi, Diggi. Der macht aber schon ziemlich du Dufte. Hi. Ich liege hier unter dir. Okay, ich auch. Mich. Ja, der hat voll Bock auf mich. Dann kriege ich dich mal kurz weg. Ich hätte ja hier einfach liegen lassen. Yay! I'm still alive. Ja, das habe ich verhauen. Du stehst voll auf meinem Bein, nicht. Weißt du das eigentlich? Ah, hab ich gefunden, verdammt. Beschwer dich auch noch. Warte, komm mal hier hinter in die Ecke. Und ich hänge. Gut, dann kommst du nicht hinter die Ecke. Ist auch in Ordnung. Ach, da bist du, ja. Warte doch mal. Nö. Hab ich nicht gesehen. Hier. Hätte ich gesehen, glaube ich, ja. Ach, Scheißendreck. Warte, Bär. Ah, wir sind sofort da. Ich komm so kurz, Digi. Vor mir ist eine Falle. Okay. Ey, Dufte, da könntest du reinkriechen. Vielleicht löst du dann aus und er. Rette erstmal. Er ist also erstmal liege ich hier auf dem Boden rum. Ist er noch bei dir? Dufte, falls möglich. Nee, okay. Ich muss nur wieder aufstehen. Dann recover mal. Ja, einer muss sich dann zum Schluss. Ah, oh, schon wieder! Wo hat er denn überall seine scheiß Fallen? Scheiße! Das Ding ist also beim Perk hat, dass sie vielleicht von Anfang an schon frei sind? Mich solltet ihr am besten erstmal ignorieren. Ich lenke ihn ab, so gut ich kann. Okay, das war's mit dem Ablenken. Ich hab gesehen, wie du gestürzt bist. Da ja, ich sehr auch. Aber er hebt mich diesmal wie ein Sau. Er hebt mich diesmal wie ein Sau. Falle? Ja. So, wo ist denn der Herr Dufte? So. Er kommt jetzt zu euch. Und er liegt direkt neben mir in der Falle. Ich glaube, er hat uns gesehen. Ja, er rennt Richtung Haus. Er stellt die Falle unten wieder auf. Er ist im Haus unten. Wo ist die Falle? Direkt. Ja, du bist noch vorbei, Gott sei Dank. Ich hätte gehofft, dass er mich da nicht sieht. Keine Falle. Nur auf den Boden gucken. Hallöchen. Na? Ich glaube, er sieht. Hat er den Perk, dass er uns sieht? Ich so glaube ja, aber ich bin mir nicht Eltern sicher. So. Harry ist jetzt in Hogwarts. Okay. Gigi, wo bist du? Ich suche gerade den einen Generator, den ich hier oben irgendwo gesehen habe, aber irgendwie. Ich bin bei ihm. Ja, das ist nur die Frage, wo bist du? Ich bin bei dem Haus, er ist hinter mir her. In der Mitte? Am Boden, oder? Ja. Aber gut daneben gehauen hat er. Das kann er gerne öfter tun. So, aber das tut er nicht. Wo ist hier ein Generator? Oh, der ist hier echt gut, ey. Geht. Gleich hat er mich. Ach, schade. Ganz in der Nähe noch. Oh, bitte. Scheiße. Richtig bitter, aber wie er die ganze Zeit daneben gehauen hat. Das sah so gut aus. Time to einfach raus. Ich glaube, das wird nichts, diese Runde. Meinst du? Könnte sein.
Sicher bin ich mir natürlich nicht. Wenn ich den hier fertig kriege, dann wer weiß. Scheiße. Das war zu früh. Hat er eine Falle bei dir oben? Nein, nein, die liegt nicht. Achso, da drüben. Ich weiß gar nicht, wo er überhaupt ist. Ja, danke schön. Dankeschön. Ui. Kampf im Bein, Kampf im Bein. Oh, okay, er ist bei mir. Hallöle. Ja, komm, hör auf. Erzähl nicht. No. Hat's einen Haken bei dir direkt, big, oder? Ist er bei dir noch? Bei mir nicht mehr. Ich krabbel aber auch gerade weg. Ich krabbel gerade irgendwo hin, wo man mich nicht mehr sieht. Wo man in Ruhe mich kümmern kann. So. Zack, Falle. Nee, bei mir nicht. Der Weg, den ich hier gerade hingekrabbelt bin, der ist fallenfrei. Bisher. Ja, er ist gerade auf der Hütte oben. Ich bin auch schon ein bisschen vorgeheilt. Very nice. Ach du. Am anderen Ende der Map. Ja, aber komplett. Wie sie am Jammern ist. Soll ich mir nicht so einstellen? Ich will doch nur spielen. Ich tue doch nichts. Und tschüss. Bye, bye, hi. Er kommt. Kommt. Telekinese-Schläge. Hat den Generator gehauen. Ich hasse diese Fallen. Ich hab mich noch in einem Spind verstecken können. Geh mal durchs Fenster, Kollege. Er bleibt nicht bei mir, er geht weg. Ich höre ihn gerade wieder. Ja, er ist auch noch bei mir. Er sucht mich gerade. Ich glaube, er hat mich, oder? Nee, er ist hinter mir. Guck jetzt nicht. Nein, und du guckst doch noch in den Spinn, du kleines. Ah. Was fällt dir ein? Habe ich dich um Erlaubnis gebeten? Habe ich? Nee, habe ich nicht. Siehste. No consent. Aha. Naja, du liegst am Boden, ne? Ja. Okay. Ich versuche noch, ob ich irgendwie zurückkrabbeln kann. Aber okay, ich versuche noch durchzuhalten. Naja, dem Perk, dass er mich auf dem Boden sieht. Ich glaube, er guckt dir nur noch zu. Guckt zu mir. Ja, ich hänge hier. Was erwartest du von mir jetzt, Killer? Fliegen kann ich nicht mehr. Ah, cool, ich glaube, er macht mir was Gutes. Es geht an die Falle und dadurch bin ich frei. Lol. Na, wir Punkte fahren. Ja. Und jetzt haut er mich nochmal aufhängen. Was denn? Nee, mich will erstmal fangen. Pass auf die Falle da vorne auf, nicht dass der Auto reinlässt. Oh. Oh, ja, genau. Gefunden! Ja, quasi, ne? Ich wollte gerade sagen, rennst du jetzt daran vorbei? Nein, tut er nicht, okay. Gut, dann kann ich wissen, wohin gehen. An einen gewissen Ort. Ist ja auch ganz schön. Gute Idee. Ja, ne? Finde ich auch. Ziel der Besessenheit ist tot. Ja, super.
glaube, also Lukas macht es jetzt auf. Ataboom, danke für dein Raid. Vielen lieben Dank. Was sagt ihr denn zum neuen Zelda, was angekündigt wurde? Du meinst ein Remake? Genau, aber das ist von Skyward Sword und so, von Wii und so. Mich hat schon Skyward Sword auf der Wii nicht catchen können. Also ich habe es mir nicht geholt. Also ich freue mich tatsächlich drüber. Weil ich möchte mir die Switch will ich mir ja holen. Ich fände es ganz cool. Also was ich auf jeden Fall holen werde, ist Legend of Mana. Ja. Das hat mich wiederum nicht berührt. Ist so ein riesiger Nostalgiefaktor, der dahinter steckt, weil ich das Spiel wirklich auf der PlayStation 1 damals gespielt habe. Echt? Gab's hast ja. Du? Das gab's in Europa ja nicht, glaube ich. Weiß. Ne, gab's auch nicht. Ich hab's aber auch. Und deswegen freue ich mich richtig, dass sie nochmal ein Remake daraus machen. Ich fand die Maps unglaublich schön. Das wird schon uns nicht mehr zu. Wer ist denn? Das vielleicht nicht, aber ich bin so eine Konsolensammlerin. Ich sammle sämtliche Konsolen. Gut, außer Xbox. Xbox 360 habe ich zwar, aber mich reizt da tatsächlich weder die Xbox, die normale, noch die Xbox One. Die reizt mich halt überhaupt nicht. Aber so die Nintendo und PlayStation Konsolen, die sammle ich. Das heißt, ich werde mir auf jeden Fall auch die Switch holen. Egal, ob es sich für mich lohnt oder nicht. Ich weiß nicht, irgendwie, ich sammle es halt einfach. Genauso wie ich halt auch Nintendo DS habe, sogar zwei oder drei Versionen. PSP hat sich eigentlich auch nicht gelohnt, habe ich trotzdem geholt. Also, ich gebe da nicht mehr als ein Jahr, bis sie abgelöst wird mit einer neuen Nintendo Switch. Dankeschön. Ja, also ich will mir auf jeden Fall PS5 und die Switch noch holen. Aber bei der Switch gibt es halt mehrere Spiele, die ich mir halt unbedingt holen möchte, die ich halt einfach geil finde. Und die es halt für andere Konsolen halt ja leider nicht gibt. Weil typische Nintendo-Spiele halt. Dufte? Ja? Hast du Legend of Mana eigentlich jemals beendet? Nee. Also ich bin recht weit gekommen, das weiß ich noch, aber ich bin irgendwo in der Sackgasse gelandet irgendwie. Ich hab's leider auch nie zu Ende gespielt. Und ich hoffe zumindest, dass es eine deutsche Übersetzung bekommt. Ja, das wäre gut. Siehst du bei mir hier? Ja, ich guck gerade zu, wie er hier also, so wegläuft und so. Yeah. Bist du auch noch hier, Dufte? Ja. Ja, er läuft gerade vor ihr weg. Ich beobachte das alles, kann aber leider nicht aus dem Spind kommen. Konsole ist immer komisch, da kannst du mal 14er Spiele spielen, die 15 Jahre alt sind, problemlos. Ich roll dann mal weg. Ja, da gebe ich dir recht. Also ich bin, gut, eigentlich, ich bin mit Konsole aufgewachsen, PC, Gott, wann hatte ich einen PC? Du musst dich freiwilligen, sie sollte keinen Waffen haben. PC hatte ich ab 2011, 2012. Relativ spät tatsächlich. Mit PC spielen selber habe ich erst vor 6 Jahren angefangen. Vorher wirklich komplett nur Konsole. Seit dem 7. Lebensjahr. PC ist in vielen Dingen, ja, klar. Einigem voraus. Aber ich finde, Konsole hat immer noch so einen gewissen Charme. Und ich habe gestern erst mit einem sehr guten Freund, einem alten Schulkumpel, der halt hier auch oft auf meinem Stream mit dabei ist. Da haben wir tatsächlich mal so die alten PS2-Spiele rausgekramt. Und wir haben es, ich weiß nicht, ob dir das Spiel auf der PS2 was sagt, Jack and Dexter. Den ersten Teil davon haben wir innerhalb von, ich glaube, 6 Stunden durchgezockt. Haben uns halt immer wieder abgewechselt und es war einfach sowas von Nostalgie pur. Ich liebe es einfach nur. Und das gilt für eigentlich alle Konsolen. Und ich möchte so viele Spiele nachholen und gibt zwar auch viele als Remake auf dem PC oder als Emulator oder sonstiges, aber dieser Charme, so einen alten SNES-Controller oder so in der Hand zu halten, na doch, ist schon einfach geil. Ich lieb's einfach. Das Schlimmste ist einfach die Internetabdocke, dass du da noch extra Internet zahlst. Ja gut, das stimmt, da gebe ich dir recht.
Das ist wirklich ätzend. Wenn man bei PlayStation online spielen möchte, zum Beispiel, und dann trotzdem den Plus-Monat haben muss, um mit anderen zusammen zu spielen. Ja, ja, ist scheiße. Sag mal! Apropos, ist der scheiße. Weißt du läufst du die ganze Zeit hier rum, komm nicht raus und du blödes... Der im Stein. Nein, verdammt! Danke! Los weg hier. Los weg. Ich will hier einfach nur noch weg. Nein, scheiße, das ist eine Sackgasse. Bei PS kannst du nicht mal ganz zucken ohne zahlen. Das ist 20, dass ich spiele. Ja, also ich hab zwar PS Plus, lag aber eher daran, dass ich es halt geschenkt gekriegt habe, ein Jahresabo, damals noch von meinem Onkel. Und der schenkt mir, weil er einfach kein anderes Geschenk weiß anscheinend, zu Weihnachten schenkt er mir jährlich dieses PS Plus Abo, wo ich mir immer nur denke, okay. Ich bin auf der Suche nach einer... Ja gut, so geht's auch, ne? Netten Ecke. Also... Ich selber hab's mir, glaube ich, nur ein- oder zweimal geholt. Und das nur, weil es da jetzt beim PS Plus Monat Spiele gab, die ich halt wollte. Seitdem schenkt er mir das halt immer zu Weihnachten und so. So sieht man sich halt auch nie. Und über PlayStation können wir hier dann wenigstens mal zocken und reden. Weil er halt einfach kein PC hat. Aus irgendeinem unersichtlichen Grund. Oh Gott, ist bei mir. Oh. Ich hab das Gefühl, ich lock sie gleich zu mir. Wenn ich so weitermache. Ich gebe mein Bestes, nicht zu tun. ich habe echt das Gefühl mit meinem Generator hier. Wobei, ich habe ihn gleich fertig. Ja. So, oh, wem von euch beiden soll ich helfen? Nein, fuck. Falsche Richtung, falsche Richtung. Ist sie bei einem von euch beiden? Nein. Ich krabbe in die Halle. Ja, warte, ich versuche jedem von euch hier irgendwie zu helfen. Pass auf, wir robben hier einfach zu. Ja, ich glaube, sie kommt auch mal zu mir. Ja, sie kommt in eure Richtung. Ja, sie sucht mich. Sie kommt definitiv in eure Richtung. Ja, sie kommt in meine Richtung. Sie ist hier. Hallo. Ja, danke. Naja, wenigstens habe ich Diggi gerettet. So halb. Oh. Es sind aber alle auf dem Haufen, das ist vielleicht auch nicht so gut. Ja, ich krabbel weg. Ich krabbel weg. Zu Legend of Mana. Wie gesagt, also. Ey! Wäre eben super geil, wenn die halt eine deutsche Übersetzung reinpacken würden. Ja, gut, das war's. Bei. Ja. Die haben ja hier auch die. Final Fantasy Legend Teile geremastert. Also, Mädchen geremastert. Also quasi einen Emulator rausgebracht. Das fand ich richtig dreist, weil die keine Übersetzung dabei hatten, sondern die Dinger quasi wirklich wie mit dem Emulator einfach nur auf die Konsole gebracht haben und ohne Anleitung. Und die Anleitung ist vor allem für den ersten Teil absolut wichtig gewesen. Gibt es denn ungefähr das Release-Datum schon für das Spiel, oder? Ja, Mai, bin ich der Meinung. Irgendwann im Mai. Ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Dann hast du doch bestimmt auch mal Dings Secret of Mana 2 gespielt. Ja, habe ich. Und ich habe es sehr genossen. Also wirklich, wirklich sehr genossen. Das haben sie. Das kann man. Das ist ja jetzt geremaked worden. Das kann man ja holen. Genau, also Trials of Mana fand ich richtig. Genau, Trials of Mana, ja. Genau. Sie sucht mich und sie findet mich nicht. Also die einzigen Teile, die ich von der Psychonauts-Reihe nicht gespielt habe, war für PlayStation 2 kam noch ein Titel raus, bin ich der Meinung. Das stimmt, ja. Das hatte ich nicht gespielt, aber es soll auch richtig, richtig schlecht gewesen sein im Vergleich zu den anderen. Gut, ich hatte noch für den DS Children of Mana. Ja, das war aber auch von Mystic Quest, dieses Remake, wenn mich nicht alles täuscht. So, ich glaube, ich jetzt mal hier liegen. Ah, nee, das war Sword of Mana. Ja? Das Remake. Okay. Das war für ein Game Boy Advance. Den sind es zwei Spiele sogar, die ich nicht gespielt habe. Ich habe gar keins gespielt. Noch viel schlimmer. Oh. Also ich finde Mystic Quest und Secret of Mana muss man auf jeden Fall gespielt haben. Secret of Mana habe ich zweimal und ich habe es nicht gespielt. Oh.
Ich habe einmal das Neue und ich habe einmal das Alte auf dem für den Emulator. Titel. Auf jeden Fall. Ja, so, wo ist die Luke? Weiß jemand, wo die Luke ist? Nicht gefunden. Na, danke. Eine Ruine da vielleicht? Da rechts. Ne, das hatten wir. Ja, danke! Secret of Mana hatten wir vor anderthalb Jahren oder so, habe ich das letztes Mal durchgespielt mit zwei Kumpels und es war einfach geil. Wir haben ein ganzes Wochenende dran gesessen. Kommt schon! Jetzt auf SNES oder das Remake? Nee, auf dem SNES, also richtig im Kurs. Ja. Komm. Und wir haben ja. Extra wirklich das Wochenende. Nein! Oh. Du Kleiner! Nein! Du Kleiner! Du mieses, fieses Etwas, ich war kurz davor. Nein. Hättest du es ja mal gönnen können. Nein. Also, nein. Ja, wir haben uns am Wochenende wirklich freigenommen und hingesetzt, nur damit wir Secret of Mana am Wochenende durchspielen. Hast du noch den Spieleberater? Hast du den noch? Nee, den habe ich nicht. Du also, Kleines. Ich hatte selber auch. Du bist mies. SNES. So kurz davor. Ich dann irgendwann die Geld verdient habe und gesagt habe, ich muss ein SNES haben. Und der Grund, warum ich mir eigentlich die Konsole, also ein SNES geholt habe, war, dass ich die Final Fantasy Teile